Schweden einen guten Ruf zu verteidigen. Hans-Georg Aschenbach gewann 1974 auf beiden Schanzen den Weltmeistertitel. Den Skisprungsport verfolgt der jetzige Mediziner weiterhin sehr aufmerksam und hofft, dass es nach zweimäßigen Jahren wieder aufwärts geht. An seinen Doppelsieg von damals erinnert, sagt er: Nach den heutigen Erkenntnissen glaube ich zu wissen, weshalb ich eigentlich einst so erfolgreich war. Mit meiner relativ breiten Brettführung bin ich schon damals eine Art Faustil gesprungen. Natürlich unbewusst. Dieses Mal wird der Sieger im Faustil zu Tal fliegen. Vielleicht heißt er dann sogar...